Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von The Book of Unwritten Tales Nummer 2. Ja, wir sind hier mit Ivo auf der schwebenden Insel und ja, sind auch in die Mary reingekommen, also in das Schiff, und haben mit Mary gesprochen, die ganz schön angry war und Naja, die war halt nicht so amüsiert. Dennoch sind wir hier in der Kapitänskajüte und sollten uns einmal umgucken, was hier so alles durch die Gegend kreucht und fleucht. Schließlich gibt's hier eine Menge zu sehen. Im Ofen glüht ein ganzer Haufen Kohlen. Vielleicht nicht genug, um der Mary Dampf zu machen. Aber sicherlich genug, um ein halbes Schwein mit Erdbeermarmelade und sauren Gurken zu grillen. Hab ich das gerade gesagt? Echt eklig, Io. Echt eklig. Ah, ja, natürlich. Alte Aufnahmekrankheit. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, forgetful. Die glühenden Kohlen im Ofen verbreiten eine angenehme Wärme. Warum kriege ich das Achievement Forgetful, wenn ich gerade sage, dass ich vergessen habe, meine Uhr anzustellen? Naja. Das Vieh schüttet Unmengen Zucker in seinen Tee. Das hat es von Nate. Sie haben beide den Sinn des Teetrinkens nicht verstanden. Man erhitzt Wasser, gibt Tee hinzu und tut dann so, als würde es nach irgendetwas schmecken. Zucker und Milch stören da nur. Nimm hin. Eine gute Handvoll. Das muss reichen. Das ist gut. Moment mal, Zucker? Weil wir brauchen doch für diesen Ed, brauchen wir doch, für diesen war ja klar. Wir brauchen ja für diesen Wahrsager-Ed. Nee, Quatsch, ist das ein Wahrsager? Für den... Mein Gott, ist Ruhe jetzt. Da brauchen wir ja alles Mögliche. Ich muss auch erstmal reinkommen in den Scheiß. Verdammt. Aber ich glaube, den Zucker können wir da reintun. Eine nicht zu unterschätzende Menge Zucker. Grundlage vieler Getränke. Ich würde das Zeug nicht trinken. Aber die Zutaten sind dieselben wie im Original. Das Orakel wird den Drink akzeptieren. Hoffe ich. Ach ja, stimmt. Wir sollten ja so ein Energy Drink machen. Genau. Und Chips müssen wir auch machen. Und Toilettenpapier braucht er. Und wir haben Schmierfett. Die Dose ist noch rund zur Hälfte mit öligem, schleimigem Schmierfett gefüllt. Das ist Nates Lieblingskopftuch. Glaube ich zumindest. Er hat es oft getragen. Hauchdünne Kartoffelscheiben. Mhm. Eine kleine Schüssel voll. Meersalz. Genug für 10 schmackhafte Elfengerichte. Oder ein Piratengericht. Die Pfanne ist zwar verbeult, scheint aber immer noch funktionstüchtig zu sein. Gut, das heißt, da brauchen wir... Ah, Moment, hier haben wir die glühenden Kohlen drin. Das heißt, tun wir mal die Kartoffelscheiben in die Pfanne. Die dünnen Kartoffelscheiben kommen in die Pfanne. So. Die Schalen habe ich dran gelassen. Das sorgt für extra Geschmack. Sehr gut. Außerdem macht sich doch eine Elfenprinzessin nicht beim Kartoffelschälen die Finger dreckig. Die Kartoffeln würden in der Pfanne anbrennen und verschrumpeln. Will ich das? Ja, du willst Chips. Die Kartoffeln würden in der Pfanne anbrennen und verschrumpeln. Will ich das? Ja. Oder gehen wir noch... Nein, nicht im Ernst, oder? Öl und Fett werden zwar tatsächlich beim Kochen angesetzt, aber... gemeint ist. Wieso denn nicht? Was soll's? Richtig! Geil! Was soll's? Was soll's? Ey, mies, wirklich. Schmierfett gebraten. Also schön. Große Hitze, kochendes Fett und dünne Kartoffelscheiben. Sollte funktionieren. Oh ja, man riecht es schon. Bah! Wie ekelhaft, Alter. Fertig. Wenn ich nicht wüsste, dass wieder nur meine Hormone sprechen, ich würde mir glatt ein paar davon genehmigen. Ja, lass es sein, Ivo, wirklich.
Nicht um deinetwillen, aber um... um den Willen des Kindes. Das du mit dir trägst. Pfanne mit fettigen Kartoffelscheiben. Salz noch obendrauf? Als krönender Abschluss kommt noch das Salz auf die Chips. Fertig. Boah. Und die wickeln wir jetzt ein in Nates Kopftuch. Nein, schade. Aber wir brauchten doch noch was, ne? Zieh das Piratenoutfit aus? Nein. Da ist die Verkleidung, dieser Hut. Ach ja, stimmt, wir haben den Erzmagier-Frosch ja auch noch am Beat. Auf jeden Fall haben wir jetzt Chips und Energy Drink. Das haben wir schon mal zusammen. Und das in nicht mal 5 Minuten, Leute. Also. Wir könnten mir echt mal auf die Schulter klopfen. Ja, Öhne war übrigens ganz schön. Er behauptet immer, er hätte den Schminktisch des roten Piraten noch nicht rausgeschafft, weil er nicht durch die Luke passe. Aber meine Theorie ist, dass sich der feine Herr selber ganz gerne von Zeit zu Zeit im Spiegel betrachtet. Nate behauptet immer, er hätte den Schminktisch des roten Piraten noch nicht rausgeschafft. Okay, aber meine Theorie ist... Er ist ein wenig eitel, unser Nate. Chaos, wohin das Auge blickt. Nate ist und bleibt ein Pirat. Und daran wird sich nichts ändern. Wir hatten viel Spaß mit dem Schrank. Oder vielmehr mit den Kostümen da drin. Wir haben jeden Abend eine kleine Modenschau veranstaltet. Vor allem Vieh und Wilbur sahen die meiste Zeit zum Schreien aus. Eine schöne Zeit. Ich will nicht im Schrank herumstöbern. Zu viele Erinnerungen. Ach, Ivo, jetzt mach doch nicht einen auf sentimental. Durchstöber den Schrank, sofort. Also den Schminkspiegel? Nate behauptet immer, er... Ja. Aber meine Theorie... Ja, okay. Aber den können wir uns jetzt soweit erstmal nicht weiter angucken. Oder nichts damit machen. Was ist das hier eigentlich? Hat das Vieh eine Viehin? Das Vieh scheint irgendwie verknallt zu sein in irgendwas. Ein weibliches Vieh. Aha. Die Mary ist genau wie Nate. Sie zieht einfach falsche Rückschlüsse und gibt mir keine Gelegenheit, mich zu erklären. Das ist so unfair. Echt? Schweine-Mary. Gut. Haben wir ansonsten noch irgendwas auf dem Tisch? Auf dem Schiff. Nein. Also gehen wir von Bord. Dann müssen wir uns weiter irgendwo da unten umgucken. Am besten gucken wir nochmal zu dem Haus, weil ich habe nämlich... Sehr gut gemacht, Elfe. Wieso halte ich eigentlich schon wieder die WSAD-Tasten? Das ist eine ganz komische Krankheit. Besonders jetzt nach unserem... waghalsigen... Counter-Strike Global Offensive Abenteuer, das Möhre und ich gestartet haben. Könnt ihr übrigens gerne mal reingucken, ist richtig witzig. Ja. Wie heißt dieses Hippo-Ding nochmal? Sahnetörtchen oder so ähnlich? Glückskeks? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall etwas völlig Abstruses. Ich helfe ihm da nicht raus. Soll er sich vom Vieh helfen lassen? Ja, die Verhandlung scheint hier noch nicht vorbei zu sein. Er scheint einiges auf dem Kerbholz zu haben, der gute Nate. Ich helfe ihm da auch nicht raus. Ja, genau, Toilettenpapier. Wie es aussieht, muss ich eine Flasche von diesem seltsamen Energy Drink, ein paar Kartoffelchips und Toilettenpapier besorgen. Seltsame Opfergaben. Ja, aber wo kriege ich denn jetzt Toilettenpapier her? Nimmt er das?
Viel Spaß damit. Ja! Mies, Alter. Echt mies. Geil. Und ab dafür. Also schön. Sesam, öffne dich. Du willst mich wohl verarschen. Ich werde einen Dreck tun und dir verdammtem die in den schieben. Alter! Es tut mir leid. Ich sollte mich nicht so aufregen. Noch einmal sachlich. Wenn du jetzt nicht sofort diese Tür öffnest, werde ich dafür sorgen, dass dieses Gebäude 3000 Meter unter uns auf den Felsen zerschellt. Dann werde ich alles auf dieser Insel anzünden und die brennende Insel auf deinen zerbrochenen Körper hinabstürzen lassen. Und danach werde ich wütend. Ich sehe, wir haben uns verstanden. Geh nicht auf den Dachboden, du dumme Kuh! Oh ja, Erdbeertorte. Oh nein, Schätzchen. Oh, er wird dich nur betrügen. Du bist also dieses Orakel. Gut geraten, Prinzessin Ivo. Du bist kleiner, als ich gedacht habe. Was ist hier los? Das erinnert mich an Matrix 2, glaube ich, ist das. Wo Neo da in diesem weißen Raum steht mit dem weißen Mann und überall sind diese Fernsehgeräte. Aber alter Schwede. Naja, gut. Was sollte das mit diesen Opfergaben? Meinst du, ich spiele den Laufburschen für dich? Hast du doch bereits. Ich kann diesen Raum nicht verlassen. Biete eine wertvolle Dienstleistung. Und irgendwer muss ja meine Einkäufe erledigen. Oh, nicht die Tür! Rechts, rechts! Die Piraten haben dich also mit allem versorgt, was du zum Leben brauchtest? So ist es. Aber dann ist der Rote durchgedreht und hat sie mit dem dämlichen Kopf von der Insel vertrieben. Deswegen muss ich mich jetzt mit gefärbtem Zuckerwasser und Ekelchips herumschlagen. Du hast das mitbekommen? Natürlich, ich sehe alles. Aber in der Not... Ja, heirate sie ohne Ehevertrag, das ist bestimmt eine gute Idee. Was für ein Spiel spielst du? Du hast mir im Elfenhain gesagt, ich würde früher oder später hierher kommen. Also, kannst du die Zukunft sehen? Die Spiegel zeigen manchmal die Zukunft oder mögliche Varianten der Zukunft. Warum hast du Wilbur oder den Erzmagier nicht davor gewarnt, was passieren würde? Wie hätte ich auf mich aufmerksam machen sollen? Außerdem beobachte ich nur. Ich greife nicht ein. Ach, lass ihn heulen. Er hat es verdient. Du greifst jetzt ein. Aber nur, weil es unbedingt nötig ist. Oh, ein Schiff! Wir sind gerettet! Ich habe den Frosch bei mir. Den Erzmagier, meine ich. Ich habe den Kampf gesehen. Spektakulär! Das kleine Mädchen und Wilburs Zauberstab. Hättest du das gedacht? Wie können wir Meister Alistair zurückverwandeln? Das ist nicht so einfach. Er wurde nicht einfach in einen Frosch verwandelt. Er ist nun ein Frosch. Geh nicht, Johnny! Sie braucht dich! Aber er kann zurückverwandelt werden? Vielleicht. Sein Bewusstsein und seine Seele sind an einem anderen Ort, aber noch sind sie durch eine schwache Brücke mit dem Frosch und dieser Welt verbunden. Also besteht Hoffnung? Ja, aber nur geringe. Du musst... Bäm! Mitten ins Gesicht! Das tat weh. Alter! Ist der durch? Er ist sowas von durch. Wie können wir den Geist des Erzmagiers zurück in diese Welt holen? Der rote Pirat besitzt einen magischen Kompass. Er deutet immer in die Richtung dessen, was der Besitzer am meisten begehrt. Im Falle des Erzmagiers hoffentlich einen Weg zurück ins Leben. Im verschollenen Buch der Toten steht, wie man einen Geist zurück in diese Welt rufen kann. Doch ohne einen Lebensfunken wird er sofort wieder vergehen.
Ein magischer Kompass, ein verschollenes Buch und ein Lebensfunke. Klingt nicht nach einem Spaziergang. Deswegen habe ich dich hierher gelockt. Oh nein. Nein, nein, nein. Du brauchst sie, Ivo. Du schaffst diese Aufgabe nicht ohne die beiden. Ach, je, Mini. Das heißt, wir müssen uns wieder mit Nate... Mit dem Vieh ist ja kein Problem. Mit dem Vieh hat die gute Ivo ja schon einmal erfolgreich zusammengearbeitet. Du sagtest, das Buch der Toten sei verschwunden. Gibt es einen Anhaltspunkt, wo es sich befinden könnte? An einem Ort ohne Spiegel. So viel ist sicher. Es wurde in der legendären Wüstenstadt Lorem Ipsum aufbewahrt und ist mit ihr in der Umzu-Wüste untergegangen. Mehr ist nicht bekannt. Lorem Ipsum. Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Eine sehr alte Stadt, die irgendwann den Kampf gegen den Sand verloren hat. Ich werde sie aufspüren und in ihr das Buch der Toten. Alles schön und gut. Die Frage ist, kann ich dir vertrauen? Was ist das denn für eine seltsame Frage? Egal, was ich antworte, du weißt es danach immer noch nicht. Vielleicht sagst du mir diese Dinge nur, weil dir langweilig ist und du Chaos stiften willst. Es passiert genug Spannendes auf der Welt. Ich will nur, dass es so bleibt. Wie meinst du das? Verwandle den Erzmagier zurück. Er kann es dir sagen. Ich werde die drei Dinge besorgen und den Erzmagier zurückverwandeln. Alleine. Nein, wirst du nicht. Ich habe eine Zukunft gesehen, in der du scheiterst, Ivo. Eine Zukunft, die du nicht erleben willst. Aber es ist nur eine mögliche Zukunft. Das ist richtig. Aber willst du riskieren, dass sie eintritt, nur weil Nate dir auf die Nerven fällt? Er fällt mir nicht nur auf die Nerven. Ich weiß. Es ist... Was? Das ist doch niemals eine wertvolle Antiquität. Also gut. Ich werde die beiden da raushauen. So einfach ist das nicht. Du vergisst den Kopf. Den Kopf der Medusa? Ich habe ihn gesehen. Zum Glück nur durch meine Spiegel. Er ist schrecklich. Wenn du versuchst, Nate und das Vieh mit wehenden Fahnen zu befreien, würde der Rote den Kopf enthüllen und dann kann kein Zauber dieser Welt euch retten. Was schlägst du vor? Du musst die Gerichtsverhandlung gewinnen. Erscheint dir das bei dem Richter nicht ein wenig unwahrscheinlich? Nicht mit der richtigen Verteidigungsstrategie. Den kannte ich noch nicht. Hallo, bei der Sache bleiben. Wie soll ich den Roten von Nates Unschuld überzeugen? Zumal ich mir ziemlich sicher bin, dass jeder einzelne Anklagepunkt sehr berechtigt ist. Natürlich hat Nate alles getan, was ihm vorgeworfen wird. Aber war es auch seine Entscheidung? Wie meinst du das? Wenn jemand von einem Voodoo-Fluch kontrolliert wird und dann jemanden umbringt, ist dann er der Mörder oder der die Puppe kontrollierte? Den Salat würde ich nicht essen. Was haben Voodoo-Puppen mit Nate und dem Diebstahl der Lampe zu tun? Tritt als seine Verteidigerin auf und sage dem Roten, Nate sei von einer höheren Macht kontrolliert worden. Der Rest wird von ganz allein passieren. Das ist doch verrückt. Vertraue mir, ich kann durch alle Spiegel sehen. Und außerdem liebe ich Gerichtsdramen. Also schön, dann gehe ich jetzt raus und... Psst! Er macht dir einen Heiratsantrag? Tja, danke für deine Hilfe. Das Orakel ist völlig fertig. Um Gottes Willen. Hinter jedem Spiegel spielen sich tausende Leben ab. Ich sollte nicht hinsehen, aber es hat eine seltsame Anziehungskraft, andere Leute bei ihrem täglichen Leben zu beobachten. Ja, es ist fast wie bei RTL 2. Das Orakel hat gesagt, die Geschichten würden sich immer und immer wiederholen. Ich glaube, das liegt daran, dass Menschen sich nicht wirklich ändern. Das ist... Andere Orte, andere Beteiligte, dieselben Fehler. Das ist auch wie bei RTL 2. Auf diesem Spiegel ist kaum etwas zu erkennen. Vielleicht zeigt er die Zukunft, die ständig in Bewegung ist. Wüsste ich gerne, wann ich sterbe?
was aus dem hier werden wird? Nein, ich glaube, es gehört zum Leben, nicht zu wissen, was vor einem liegt. Vielleicht kannst du mir noch mal helfen. Psst! Ist grad spannend! Ja, wie ist grad spannend? Ach, leck mich doch. Ja, das heißt, wir müssen jetzt die Gerichtsverhandlung gewinnen. Um Gottes Willen. Dann reden wir mal mit dem Roten. Entschuldigung, Herr Richter? Ja? Jedem Angeklagten steht ein Anwalt zu, oder nicht? Ich werde die Anwältin der beiden sein. Tatsächlich? Wieso nicht? Als Richter ist mir in einem fairen Prozess gelegen. Niemand soll sagen, ich hätte die beiden zu Unrecht zum Tode verurteilt. Ich weiß nicht, ob ich von der vertreten werden will. Klappe! Die Angeklagten reden nur, wenn ihre Anwältin es ihnen sagt. Nun, was hast du zur Verteidigung der beiden vorzubringen? Tja. Sehr schön. Da wir jetzt ja nun auch schon wieder über die Zeit sind, auch wenn auch nur ein kleines bisschen, aber ich habe noch einiges aufzunehmen heute, machen wir an dieser Stelle Schluss und sehen uns morgen mit der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ich muss jetzt zum Deutschlandspiel. Macht's gut. Tschüss.